Hallo liebe Zuschauer, eben hatte sich Stefan Flegel aus dem Allerleinetal gemeldet und das hat mich natürlich angeregt, weil ich wohne auch da, mich auch zu melden. Mein Part, so wie es auch von Frau Petra Paulsen ist, die ja eine Kollegin ist, ist Lehrerin, ich bin's auch, mein Part ist, wir müssen etwas für wieder bessere Bildung tun. Die Lehrpläne werden ausgedünnt und zwar so ausgedünnt, dass die Schüler eben nicht mehr viel lernen. Dazu kommen dann solche Schwierigkeiten mit Fridays for Future, Unterrichtsausfall aus anderen Gründen, kranke Lehrer und so weiter und so fort. Das geht so nicht. Was kommt denn dabei raus? Wir merken es doch. Die Betriebe sagen, mit solchen Lehrlingen können wir nichts anfangen. Was? Die wollen Abitur haben, die können doch nicht eins und eins zusammenzählen. Professoren beklagen, dass die Studierenden überhaupt keine Ahnung haben. Schlimm. Das darf nicht mehr so weitergehen. Wir müssen endlich wieder auch die Allgemeinbildung, nicht nur die Mathematik und Physik, ich bin ja Lehrer dafür, auch die Allgemeinbildung wieder stärken, sodass letzten Endes wir uns nicht mehr veralbern lassen. Denn wer was weiß, der kann sagen, aha, ich weiß etwas, das, was gesagt wurde, stimmt nicht. Also muss er nicht mehr glauben. Ja, und das ist letzten Endes mein Ziel. Aber es ist schwierig genug. Ich habe es ja selber erfahren, wie schwer das ist, gegen das Unwissen anzukämpfen und gegen diese absichtlich schlechte Bildungspolitik. Und dafür trete ich mit an. Lasst uns alle gemeinsam etwas tun. Mit tun meine ich, dass wir wie in einer direkten Demokratie sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Aber nicht erst, bis wir gefragt werden, sondern von uns aus. Und wir lassen uns nicht mehr den Mund verbieten. Schon gar nicht von solchen Leuten, die sowieso nicht viel wissen und da ja nur glauben und letzten Endes, irgendwelche hohen moralischen Werte vor sich hertragen. Das muss aufhören. Also, packen wir es an. Ich wünsche uns und ich wünsche euch Zuschauern alles Gute. Tschüss.